Ja, im Mai liegt noch Schnee hier vor der Jahn-Turnhalle. Aber wir drei hier sind fit wie drei Turnschuhe. Wir sind die 3Gs, nicht wahr? Und da ist aber jetzt die Frage, wer ist jetzt wer? Also ich bin auf jeden Fall geimpft und du bist, glaube ich, getestet und du da drüben bist genesen und die Gesundheit ist ja das Wichtigste, gell? Adelheim Buchner Manfred kann zwischen die Zeilen hören. Ich höre raus, du magst zurücktreten. Ja, ich bin gerne FPÖ-Obmann. Nein, das kann ich noch. Ach so, habe ich da jetzt mich verheert? Habe ich mich zu früh geoutet? Der gefällt mir, der Heimbuchner Manfred gefällt mir, aber nicht so, wie Sie es meinen. No homo, no homo. So fesch ist er nicht, aber er trinkt ein bisschen viel, gerade seit dem Lockdown. Oder ist es vielleicht eine Folge von Long-Covid, dass er so viel trinkt? Ich gehe jetzt aber auf Kur, damit ich wieder fit bin. Kannst du in der Zwischenzeit bitte für mich hier die Social-Media-Arbeit übernehmen? Das wäre lieb von dir, lieber Manfred Heimbuchner. Ein Heimbuchner Manfred macht das gern, da brauche ich aber alle Logins und das klar? Meisterpasswort. Das kriegt er. So ein liebes Bärli ist er, der Heimbuchner Manfred. Das ist halt ein ganz lieber Parteifreund, nicht so ein Schircher wie der Kickl. Voll Kickl. Jetzt trinken wir für unsere Fahne. Ja. Im Frühstück zum Berge wird's hin, weil, hallo, wo ist eigentlich der Hofer? Haben wir den abgehängt? Das hat das Schlusslicht. Der ist auf Kur ist der Hofer. Das ist oft schon der Anfang vom Ende. Dann kommt der Oberschenkel-Halsbruch und dann ist der Herbert Kickl der Obmann. Darauf wird getrunken, ein Bier. Ja, welches geht? Was? Naja, 3Gs, getestet, geimpft, genesen. Was bist du? Das 4. G. Der 4. G, gesund. Das 5. G wäre gechippt. Das bin ich nicht. Das ist der Gates. Du bist das 6. G. Was ist der 6. G? Gestampert. Das ist eine Frechheit. Im eigenen Land wird man das Tisches verwiesen. Das ist eine Frechheit, dass man sich dem Impfdiktator unterwerfen muss. Das wird es unter einem Herbert Kickl nicht geben. Ich werde ein Gesundheitsregime einführen. Alles hat begonnen mit der Impfung beim Hofer. Na, Sie brauchen keine Angst haben bei dieser Impfung da beim Hofer, ne? Hat kurz wehgetan. Das ist nur eine Showimpfung. Aber Kassa, Sie, bitte! Ah, Sie sind eine Kassa-Patientin. Nein, ich bin bei Kassa. Ah, bei Kassa, na dann bitte. Aber das Wichtigste, gesund bleiben. Ja? Jetzt war ich 2 Wochen auf einer Kur, eine totale Detoxikation, innerlich und äußerlich und auch digital. Ohne Handy, ohne viereckige Augen, bin ich wieder ganz fit für den Job. Jetzt ist er wieder da. Heimbuchner, eine Frage. Die Doppelspitze, die informelle in der FPÖ, ist das gescheit? Warte, jetzt zieh mich schnell um. Naja, ich habe mir auch so die ganze Zeit gedacht, dass es eigentlich arg ist, na, dass wir da 2 freundliche Gesichter vorne haben. Einen Hofer Norbert, einen Heimbuchner Manfred. Nein, das war gemeint Hofer und Kickl. Ach so, ein Heimbuchner Manfred wurde gar nicht gefragt. Nein, was ich noch? Ich habe noch ganz was Wichtiges fertig zu machen. Jetzt schauen wir mal. Okay, bin gar nicht ich gefragt, die 2. Das ist ja gemein, aber ein Heimbuchner Manfred gibt sich nicht geschlagen. So, schauen wir mal. Für das Masterpasswort. Jetzt nehmen wir das Twitter-Handy von dem Hofer Norbert und schicken noch einen Tweet in seinem Namen ab. So, heute ist mein erster Tag nach der Reha. Mein erster Tag nach der Tagespolitik. Ich lege meine Funktion als Bundesobmann zurück und wünsche meinem Nachfolger alles Gute. Der Norbert Hofer ist zurückgetreten. Ein Jahr zu früh. Was ist da los? Da wurde ich nicht informiert. Ein Jahr zu früh müssen unsere Regimenter hochfahren. Wo sind die Kameraden? Die Kameraden müssen sich zusammenfinden. Um das Regime der Gesunden muss beginnen. Du bist krank, oder was? Du bist nicht geeignet. Fort hier, fort mit dir. Wir brauchen nur Gesunde. Wir brauchen nur Gesunde für die Gefolgschaft. Das Herbert Kickl. Jetzt geht los. Wie Sie wissen, bin ich Ärztin und als Ärztin finde ich das gut, dass Sie diesen Mascheclip bis zu Ende geschaut haben. Lachen ist gesund. Lachen wir doch über die Blödheiten in der Politik, im Fernsehen. Das bringt uns alle weiter. Und lassen Sie uns auch ein Like da, wenn es Ihnen gefallen hat. Abonnieren Sie auf jeden Fall den Kanal. Dann gibt es jede Woche ein neues Video. Aktivieren Sie auch die Glocke. Schreiben Sie uns in die Kommentare, zum Beispiel, wenn Sie finden, dass ich zu oft sage, dass ich Ärztin bin.